Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Wir müssen in den Geheimraum. Ich glaube, der war auf dieser Ebene. Nee, war nicht. Auf welcher Ebene war er? Stehst du irgendwo rum oder verfolgst du mich? Lala. Ich glaube, die steht hier nirgendwo rum. Das hier ist zu. Wieso ist das zu? Ist doch der zweite Stock, warum komme ich da nicht hin? Ah, okay, da muss ich hin. Hä? Okay, irgendwie verstehe ich es nicht. Bin ich hier richtig? Hey. Hey Makoto. Why? Bist du sicher, dass alle Dokumente verschwunden sind? Ich weigere mich daran zu glauben. Geh und sieh nochmal nach. Was? Beeil dich und geh. Und stell sicher, dass du nicht wegrennst. Ich werde hier warten. Ah, ich verstehe schon. Sie, ja, schauspielert. Sie war so dominant. Ja, da dachte ich fast schon, dass sie wieder böse auf mich ist. Ja, yeah, ich stech dich mit meinem Finger ab. Warum stehst du denn noch so rum? Beeil dich und geh. Okay, okay, ich gehe ja schon. Be Torough. Gründlich? Sorgsam? Was heißt denn Torough? Achso, gründlich, ja. Gründlich sorgsam. Ich zähle auf dich. Achso, Jungsklo, da geht sie ja nicht rein. Logisch, dass sie... okay, verstehe. Deswegen also... Akt, weil wäre sie da jetzt mit reingegangen, wäre... Wäre irgendjemand bestimmt stutzig geworden. Okay. Als erstes müssen wir das Netzwerkkabel finden. Wahrscheinlich hier irgendwo. Nee. Netzwerkkabel ist meistens auf dem Boden, oder? Hm? Nur die beiden Sachen. Okay. Ja, sind weg. Laut Kyoko sollte hier ein Haufen Kabel unter dem Tisch sein. Gefunden. Ist das Netzwerkkabel, richtig? Jetzt muss ich nur mehr damit Alter Ego verbinden. Sofort ging ich an die Arbeit. Ich holte den Laptop hervor und verband ihn. Ja, verband das Kabel im Stecker. Boom, das ist aber ein dickes Kabel. Und das soll das sein. That's right. Ja, ich glaube, das klappt. Überlass den Rest mir. Ich schwöre, ich werde etwas herausfinden. Ich werde etwas finden. Ich sollte vielleicht auch in der Lage sein, mich mit der Außenwelt zu verbinden. Wenn es möglich wäre... dann versuche ich... dann werde ich schauen, ob ich vielleicht Hilfe holen kann. Also bitte, wartet noch ein bisschen länger. Ja, haltet ein und steckt euren Glauben in mich. Also glaubt an mich.
Irgendwas sagt mir, Monokuma wird davon raus, wird herausfinden, dass es den Laptop gibt und wird ihn schrotten. Ich traue diesen widerlichen Bären alles zu. Leider. Als ich gerade dabei war zu gehen, entschied ich mich, mit einer letzten Sache zu gehen. Oder was? Was auch immer passieren mag, wir werden hier rausgehen. Rauskommen. Du und der Rest von uns allen, als Freunde. Freunde? Selbst ich? Danke. Ja, gut, das hat sie gesagt. Er. Also, er sieht aus wie eine Sie, aber er ist ein Er, also ist ein bisschen verwirrend. Danke, Makoto. Makoto. Und wie lief es? Nun. Ich war. Nee, I went. Es lief so okay. Aber all die Dokumente sind weg. So wie du sagtest. Ja. Das, was ich hier von mir gab, diesen seltsamen Mix, war eine Mischung zwischen Schauspiel und echten Gefühlen. Ich verstehe. Also gibt's für uns hier nichts zu erledigen. Goodbye. Tschüss. Bevor ich's wusste, bevor ich mir versah, Kyoko war schon am Weggehen. Sie hat nicht geschauspielert. Das ist, so viel steht fest. Kyoko? What? Ja. Also warum teilen wir uns auf? Natürlich. Ich habe keinerlei Gründe, mit dir hier noch länger zu bleiben. Nun vielleicht, aber es ist vielleicht ein bisschen zu direkt. Should I hesitate and fumble for something to say? Ich vergesse jedes Mal, was hesitate heißt. Ich bin nicht so ein Siebhirn. Hesitate. Zögern und fumble. Fumble. Ich soll es vielleicht auch richtig schreiben. Fummeln. Ja. Sollte ich vielleicht zögern und fummeln, bis du irgendetwas sagst. Fummeln? Du bist so hochkarätig irgendwas. Das ist nicht das, was ich meinte. Es ist nur, es gibt noch mehr, dass ich mit dir über, mit dem ich über dich reden möchte, was ich mit dir bereden möchte, so. Wie, was sagst du da Sakura? Oder was geht mit Sakura ab? Oder so. Nun, irgendetwas muss getan werden. So viel steht fest. Aber so wie die Dinge gerade sind. Pursued anyone. Beschuldigen? Gibt's keine. Sehe ich keinen Weg, hier irgendjemanden zu beschuldigen. Don't have to mind. Sie haben jetzt gerade nicht die Gedanken, um wirklich zuzuhören. Dann, was sollten wir tun? So. Wenn wir ein paar neue Hinweise finden, das würde die ganze Situation natürlich verändern. Das ist genau das, worauf wir jetzt gerade hoffen können. Das ist genau, warum wir Alter Ego. Alles, was wir tun können, ist warten und in unsere Freunde glauben. Du hast recht. Das ist unsere einzige Option. Und ich wette, es passiert was und es geht was schief und irgendjemand ermordet jemanden und es ist irgendwie so vorhersehbar. Wir gingen getrennte Wege und ich ging zurück auf mein Zimmer. Bin irgendwie müde. Ja, wem sagst du das? Ich auch. Also legte ich mich aufs Bett. Vielleicht war es wegen dem ganzen Stress, dass wir Alter Ego irgendwie von A nach B bewegt haben. Aber ich war
viel müder, als ich realisiert hatte. Und nach nicht allzu langer Zeit. Das würde ich jetzt auch gern machen. Aber nee, ich sitze hier und nehme auf. Bei Hitze kann ich nicht so gut aufnehmen. Das ist echt schrecklich. Im Winter sind meine Aufnahmesessions viel länger, aber im Sommer sind sie... Naja. Ja, ich bin komplett weggedöst. Das scharfe Geräusch der Türklonge. Türklonge? Ich wollte irgendwie Klingel und Glocke sagen. Ja, eine Türklonge, genau. Der Türglocke durchbohrte meine Schläfrigkeit und schüttelte mich zurück in die reale Welt. Gut. Kyoko, bitte? Makoto. Ja! Makoto, geh raus, verschwinde hier. Kyoko, was ist los? Hina kam, um mich zu sehen. Und sie war weiß wie ein Geist. Oh nein. Das heißt, Sakura ist tot? Ja. Was? Ja, sobald ich diese Worte gehört habe, fing mein Herz wieder schneller zu schlagen als das von einer Maus. Ich glaube, von einer Maus schlägt am schnellsten. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Plötzlich war ich hellwach. Sie sagte es, wir sollen in den Aufnahmeraum kommen. Aufnahmeraum. Okay, bleiben wir uns. Bringst du mich hin oder muss ich porten? Okay, nicht gleich. Erstmal du. Anyway. Ja, hör dir an, was Hina zu sagen hat. Los. Also das ist ein schönes Bild. Meine zwei Hauptfrauen hier in dem Spiel vereint. Aber gut. Weil du bist die... niedliche, sportliche und du bist einfach die kühle Schönheit in sexy Klamotten. Mit geilen Stiefeln. Aber gut, lassen wir das. Du trägst einfach eine Kniebandage wie ich, nur ist meine ein bisschen größer und auf dem linken Knie. Du hast sie auf dem rechten. Aber ich habe zwei Kniebandagen, weil die eine war mal verloren, dann habe ich mir eine neue geholt und dann war die andere auf einmal wieder da. Und jetzt habe ich zwei. Aber gut, die kann man immer brauchen. Makoto, Kyoko. Hina, was ist los? Irgendwas ist nicht richtig. Im Aufnahmeraum. Was ist da drin? Da waren Fenster in Tür des Aufnahmeraums. Und ich beeilte mich und guckte rein. Und lass mich raten, Sakura ist tot. Und als ich es tat, Sakuras Leiche... könnte sein, könnte nicht sein. Ich glaube aber, sie ist tot. Sakura? Ist sie bewusstlos? Sie sitzt in einem Stuhl. Und sie beugt ihren Kopf. Ich glaube, bei der Musik ist das eher so, ja, sie ist tot. Was ist los? Ist etwas mit ihr passiert? Ich ging nur kurz weg und... und ich habe sie nur durchs Fenster mitbekommen. Aber ich konnte die Tür nicht öffnen. Ich versuchte zu klopfen. Ich habe ihren Namen gerufen. Aber sie... ja, reagierte nicht. Also, was sollte ich tun? Was werden wir tun? Zuallererst... müssen wir in diesen Raum rein. Die Tür ist verschlossen, richtig? Und wenn wir einbrechen, dann, ja, würde das gegen die Schulregeln verstoßen. Wir müssen unseren Weg hineinzwingen, bahnen, wie auch immer. Ich sagte, die Tür ist nicht verschlossen. Sie ist nicht verschlossen, weil die Tür des Aufnahmeraums hat kein Schloss. Okay. Hä? Wie dann? Ich glaube, irgendetwas presst gegen die Tür. Also irgendetwas presst von innen gegen die Tür. Ist das ein Stuhl? Stuhl?
Jedenfalls ist diese Tür nicht verschlossen. Was bedeutet, soweit ich es sagen kann, diese Regel hat keinen Einfluss. Dann gibt's kein Problem damit, wenn wir einfach einbrechen. Na los, mach das Fenster kaputt. Das sollte der schnellste Weg sein. Ja, okay, ich hole etwas, womit ich es einschlagen kann. Bitte wartet hier. Im Innern des Aufnahmeraums. Sakura saß da und bewegte sich keinen Millimeter. Sie ist nur bewusstlos, richtig? Ist sie okay? Ich meine, es ist Sakura, also ist sie bestimmt. Ja, und Kyoko antwortet nicht. Ja, okay, Sakura ist tot. Wenn Kyoko so eine Reaktion schon von sich gibt, dann ist Sakura tot. Ja, da war nur Stille. Ah, diese Stinge... Stinge. Was ist heute los? Diese Stille hielt nicht lange an. Da! Ich habe ein Broom? Ein Broom ist ein Besen, glaube ich. Ja, Magical Broom. Marissa Kirisame ist Besen. Der Magical Broom. Ja, es ist ein Besen. Definitiv. Also Marissa Kirisame, eine Toho-Hexe. Hexe, Besen, passt irgendwie. Ich habe einen Besen gefunden. Im Klassenzimmer. Nutzen wir ihn. Kannst du das regeln, Makoto? Ja, und ich lasse jetzt alle schweinischen Sachen weg, von wegen Frau, benutzt Besen, hust, hust. Und ich lasse auch alle Vorurteile weg, von wegen Frau nutzt Besen, hust, hust. Komm schon, bitte beeil dich. Okay, ihr zwei, trete zurück. Ich hielt den Besen und mit einem festen Schwung holte ich aus und schlug direkt ins Fenster hinein. Und es war ein einziger solider Schlag. Das Fenster zersplitterte in 100 Stücke. Die Teile flogen quer über den Boden des Aufnahmeraums. Ich streckte meine Hände durch das... Was ist heute los? Ich bin echt zu dumm zum Lesen. Ich steckte, oder vielmehr zum Sprechen, ich steckte meine Hand ins jetzt offene Fenster und fing an, den Stuhl zur Seite zu lehnen, also von der Tür wegzulehnen. Der Stuhl ist ziemlich schwer, aber ich kann das schaffen. Ich stemmte mich mit aller Kraft dagegen und endlich habe ich es geschafft, den Knauf zu drehen. Sakura, ich rannte zu ihr, so schnell ich konnte. Und in dem Moment legte ich meine Hand auf sie und sie ist tot. Ja, sie ist tot, sonst käme diese Katze nicht. Und sie lacht. Ja, sie war sehr, war eiskalt, tot. Fühlt sich ja wie ein kalter Tod oder so. Ich konnte nur den letzten warmen Fleck von ihrem einst lebenden Körper fühlen. Ja, das Leben hat Sakuras Körper verlassen. Und dann, ja. Dieser fette kleine Knödel redet schon wieder. Ja. Bla bla. Hör auf, Wein zu trinken, das ist nicht erlaubt. Danganronpa. Kyoko sieht gerade übel aus. Sakuras! Ja, tot. Ich hörte Hina reden. Und meine Augen starrten. Ja. Trotzdem nach vorne. Ich konnte nur blicken. Auf Sakuras toten Körper. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Es ist wieder passiert. In sich selbst hineinmurmelt, Kyoko begann sorgfältig Sakuras Körper zu untersuchen. Ich frage mich,
wie sie bestätigt hat, dass Sakura wirklich tot war. Ihren Puls zu fühlen oder aufgrund einer Reaktion? Ja, dir geht's jetzt natürlich gar nicht mehr so gut. Ich muss gehen und sie holen. Ich muss die anderen holen. Mit wackelnden Beinen, Hina verließ den Aufnahmeraum. Und ich? Warum? Warum ist das wieder passiert? Das ist alles, was ich sagen kann. Ich wiederholte es immer und immer wieder. Ich muss Sakuras Körper untersuchen. Ich stand einfach nur emotionslos hinter ihr, als sie Sakuras Leiche untersuchte. Die Zeit verstrich. Ich stand einfach nur da, unfähig, irgendwas zu machen. Und die Zeit verstrich einfach weiter. Der Kopf rechts, Mann! Und nachdem ich nicht mal wusste, wie lang... Ich habe alle gebracht. Oh, Oger! Herr Gott! Du mit deinem Oger, ich klatsch dir auch gleich in Oger, du. So, sie ist tot, hä? Sakura ist ermordet. Ermordet worden. Ich verstehe. Sobald sie aufgetaucht sind, Kyoko begann. Ihr habt die Ankündigung gehört, nicht wahr? Also wusstet ihr, was das bedeutet. Sakura wurde ermordet. Und von jemandem hier in diesem Zimmer. Ist das das, was du sagen willst? Nein. Wer auch immer sie umgebracht hat, ist nicht nur jemand in diesem Zimmer. Es war einer von euch. Hiro, Byakuya, Toko. Einer von euch hat Sakura umgebracht. Fängst du schon an, uns zu beschuldigen, bevor wir überhaupt die Untersuchungen begonnen haben? Ich muss hier nichts untersuchen. Nur weil ihr sie gehasst habt. Ihr habt sie für... Wie heißt das? Ihr habt sie für alles gehasst, was sie getan hat und dergleichen. Einer von euch hat's getan, ich weiß es. Oh nein, ich wette, das ist Monokuma. Und ich wette, weil... Wobei. Moment, das sind alle. Ich wollte gerade sagen, ich wette, weil sie es beschuldigt, war es keiner von den dreien. Aber es wird keinen Sinn ergeben, weil Byakuya, Toko, Hiro. Aoi, Makoto, Kyoko... Sakura ist tot. Das heißt, 6. Das kann gar nicht sein. Also entweder hat sie Selbstmord begangen oder Aoi liegt irgendwie falsch. Oder ich lieg falsch mit meiner Vermutung. Ja, du Knödel. Ja, ich hatte wohl keine Ahnung, dass dein Kraftlevel so hoch steigt, nur weil du böse wirst. Das klingt zwar süß, aber du guckst überhaupt nicht süß. Du guckst böse und traurig und alles. Was meinst du damit? Was tust du hier? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin hier, um meine kleinen Mörderflyer zu verteilen. Ja, das nächste Monokuma-File und so. Das interessiert mich im Dreck. Und werd nicht so böse, Miss Asaina. Sonst wirst du... dein niedliches kleines Gesicht ruinieren? Nun gut. Hiermit ich... Warte mal. Gibt's etwas, das ich dich fragen möchte? Es warst du, nicht wahr? Du hast Sakura umgebracht. Ja, eigentlich hat Monokuma alle umgebracht, aber gut. Lassen wir es mal dabei. Sakura wollte dich herausfordern. Wollte das Mastermind zu einem Duell herausfordern. Vielleicht du und ihr habt gegeneinander gekämpft und dann... Dann habe ich sie gekillt.
Tut mir leid, nicht den geringsten, um genau zu sein, nicht mal annähernd. Die ganze Sache ist total irrelevant. Sakura kam an das zu erwartendste Ende, ohne auch nur die Chance zu haben, die Dinge mit mir zu Ende zu führen. Ach, Gott sei Dank dafür. Es hat mich vor einem Haufen Ärger bewahrt, dass wir nicht in diesen kleinen Kampf geraten sind. Ja, schon blöd, auch so, selbst für jemand wie mich. Wäre ich wohl nicht böse oder so gewesen, so einen Dämon oder so zu Boden zu strecken. Was weiß ich. Was der sagt, ist mir eh scheißegal. Ja, ich sag's euch, ich war darüber ziemlich besorgt. Ich meine, sie hätte die Regel missachtet und hätte mich angegriffen. Aber ich hatte, achso, sie hat die Regel missachtet. Aber ich war in der Lage, sie wegzu. Achso, aber ich war nicht in der Lage, sie zu bestrafen. Also wer auch immer diesmal schuldig ist, ich schulde ihm was. Du schuldest ihm was? Upsi. Bevor ihr alle noch saurer auf mich werdet, solltet ihr besser herausfinden, wer es war. Ich meine, alle Leben steht auf dem Spiel, richtig? Ja, Schnauze. Mistgeburt. Was zur Hölle? Er schuldet ihm was? Ich hasse ihn. Ich hasse diese ganze Sache. Nun, ich für meinen Teil bin froh, was mit Sakura passiert ist. Sie hat fürs Mastermind. Sie hat immerhin fürs Mastermind gearbeitet. Kannst du so etwas jetzt sagen? Tut mir leid, ich hatte keine Zeit für eure Scrabbling-Gefühlsduselei oder so. Das nächste Spiel hat bereits begonnen. Wenn du unbedingt auf jemand wütend sein willst, dann sei wütend auf den, der Sakura umgebracht hat. Ja, so gucke ich auch gleich wie Aoi. Nur mit dem Unterschied, dass ich nicht keine Tränen vergieße. Jetzt im Moment, unsere höchste Priorität sollte es sein, Sakuras Mörder ausfindig zu machen. Wenn wir das nicht können, sind wir alle tot. Ja, dann lasst uns entscheiden, wer diesmal die Wächterposition übernimmt. Ich werd's! Ja? Ich bin ja okay. Lasst mich das regeln. Außerdem, ich möchte bei ihr sein, mit Sakura. Okay, dann Hina ist die Wächterin Nummer 1. Aber wir brauchen noch einen weiteren. Kyoko, das bist du. Ich? Du bist mir ständig ein Dorn in der Seite, ja, ein Dorn im Auge. Aber dieses Mal bleibst du schön brav hinten und guckst still zu. Und hältst dich an die Order, Regeln. Eine Regel? Alles klar, ich bleibe im Hintergrund. Dann ist es beschlossen. Lasst uns loslegen. Sollen wir? Wartet mal! Bevor es hier anfängt, möchte ich noch was sagen. Was ist denn? Hiro, Byakuya, Toko. Niemand von euch ist es erlaubt, auch nur einen Fuß in die kriminelle Stelle und so weiter zu setzen. Hier, Tatverbrechen. Tatort, so. Was? Einer von euch hat Sakura umgebracht. Ich lasse nicht zu, dass sich irgendjemand von euch ihr nähert. Ach, sei doch nicht dumm. Unsere Leben sind hier in viel größerer Gefahr als deins. Wir haben alle Rechte, hier eine Untersuchung durchzuführen. Es kümmert mich nicht, was du sagst.
Ich werde niemanden, der Sakura umgebracht hat, auch nur in ihre Nähe lassen. Selbst wenn es bedeutet, dass ich Gewalt anwenden muss. Ihr werdet hier nicht reinkommen. Na gut, ich denke, weitere Diskussionen wären nur eine Zeitverschwendung. Wie wär's mit einem Kompromiss? Ich werde nicht fragen, dass du uns... Moment. Don't ask you to let... Achso, ich werde nicht ich werde nicht fragen, dass du alle von uns hier reinlässt. Lass einfach mich rein. Was? Ja, es kümmert dich nicht wirklich, oder? Ihr beide seid sowieso ohnehin nutzlos. Nein, es kümmert mich nicht wirklich. Was ist mit Matagon? Ja, ich freue mich eher darauf, eine weitere Zeit mit dem Fantastischen. Also hier, sie freut sich eher darauf, dass sie die zugucken kann und ihre Zeit damit verbringen, wie ihr Meister überhaupt alles löst und ja. Und du, Hiro? Hast du irgendwelche Einwände? Wenn du schon so weit gehst, was kann ich da schon tun? Ich meine, ich habe nichts zu verstecken, also warum sollte es mich kümmern? Dann ist es entschlossen. Nichts ist entschlossen. Also entschieden. Nichts ist entschieden. Ich weiß, wie du dich fühlst, Tina. Aber du solltest mit seinen... mit seinen Forderungen übereinstimmen. Aber... Wir müssen herausfinden, wer Sakura ermordet hat. Für uns, die hier noch am Leben sind, ist das die Ehre... Achso, und Sakuras Gedanken. Sakuras Gedanken in Ehren halten. Erinnerungen in Ehren halten, so. Ich könnte jetzt ihn umbringen. Na schön, ich denke, es ist okay. Aber egal, was passiert, Byakuya ist es definitiv nicht erlaubt, sie zu berühren. Natürlich. Wer möchte schon einen verdreckten, toten Körper berühren? Ja, filthy, widerlich. Das ist genug Kampf, das ist genug Rumgezicke. Wir müssen uns auf die Untersuchungen vor uns konzentrieren. Alle Mann, behalte das im Hintergedanken. Sonst wären wir nicht in der Lage, Sakuras Mörder herauszufinden. Und wir alle, würden exekutiert werden. Herausfinden, wer Sakuras Mörder ist. Es ist keine Chance auf Hoffnung, die wir haben, oder? Wenn wir überleben möchten, dann müssen wir es machen. Es ist eine Art hoffnungslose Hoffnung. Wir haben keine Wahl, aber wir müssen es tun. Weh, jetzt kommt jetzt wieder Bär. Ich will doch nur speichern. Gott, dass das Spiel... Wobei, ich bin doch doof. Welche Taste war es? Die da. Ich bin so doof. Ja, ich weiß. Man kann dir zu jeder Zeit und überall speichern. Und ich bin so doof und merke es nicht. Okay, das habe ich wohl irgendwie verdient. Naja. Dann werde ich hier erstmal einen Schnitt machen. Je nachdem, wegen Hitze und so weiter, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch eine Folge machen werde. Vielleicht werde ich mich zwischendurch ein bisschen abkühlen und dann mache ich noch eine Folge. Und falls nicht, dann war's das. Das war Danganronpa Trigger Happy Havoc. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.